Deutschland und die anderen EU-Mitgliedstaaten müssen ihre nationalen Energieinteressen anerkennen. Diese sind in Europa unterschiedlich. Polen setzt bisher auf Kohle, Frankreich auf Atom. Da ist Diplomatie gefragt. Gerade jetzt, wo die EU über ihre Energie- und klimapolitischen Ziele für 2030 berät. In der nächsten Phase der Energiewende muss Deutschland besser auf die Interessen unserer europäischen Nachbarn eingehen und darlegen, welche Chance eine europäische Energiewende für die gesamteuropäische Wirtschaft, Gesundheit und Gesellschaft aller Europäerinnen und Europäer bedeutet. Auch aus deutscher Perspektive muss man sich eingestehen, dass die eigenen Energie- und Klimaziele nur im europäischen Verbund erreichbar sind. Auf Ökostromaustausch sind letztlich alle europäischen Länder angewiesen. Steigende Anforderungen, zum Beispiel an Luftreinhaltung und gemeinsame Klimaziele in der EU, verpflichten alle Mitgliedstaaten. Zudem entscheidet sich auch die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Industrien daran, wie ernst es die Politik mit Energiewende und Klimaschutz nimmt. Der Weltmarkt für klimaschonende Produkte und Prozesse ist riesig und wächst stetig. Regionale Kooperation und Bürgerenergieprojekte zwischen den europäischen Nachbarn können hier den Weg freimachen für 100% Erneuerbare. Davon hätten alle Europäerinnen und Europäer etwas. Weitere Infos zum Stand und Herausforderungen der europäischen Energiewende findet ihr in unserem Energieatlas. Deutschland und die anderen EU-Mitgliedstaaten müssen ihre nationalen Energieinteressen anerkennen. Diese sind in Europa unterschiedlich. Polen setzt bisher auf Kohle, Frankreich auf Atom. Da ist Diplomatie gefragt. Gerade jetzt, wo die EU über ihre Energie- und klimapolitischen Ziele für 2030 berät. In der nächsten Phase der Energiewende muss Deutschland besser auf die Interessen unserer europäischen Nachbarn eingehen und darlegen, welche Chance eine europäische Energiewende für die gesamteuropäische Wirtschaft, Gesundheit und Gesellschaft aller Europäerinnen und Europäer bedeutet. Auch aus deutscher Perspektive muss man sich eingestehen, dass die eigenen Energie- und Klimaziele nur im europäischen Verbund erreichbar sind. Auf Ökostromaustausch sind letztlich alle europäischen Länder angewiesen. Steigende Anforderungen, zum Beispiel an Luftreinhaltung und gemeinsame Klimaziele in der EU, verpflichten alle Mitgliedstaaten. Zudem entscheidet sich auch die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Industrien daran, wie ernst es die Politik mit Energiewende und Klimaschutz nimmt. Der Weltmarkt für klimaschonende Produkte und Prozesse ist riesig und wächst stetig. Regionale Kooperation und Bürgerenergieprojekte zwischen den europäischen Nachbarn können hier den Weg freimachen für 100% Erneuerbare. Davon hätten alle Europäerinnen und Europäer etwas. Weitere Infos zum Stand und Herausforderungen der europäischen Energiewende findet ihr in unserem Energieatlas. Deutschland und die anderen EU-Mitgliedstaaten müssen ihre nationalen Energieinteressen anerkennen. Diese sind in Europa unterschiedlich. Polen setzt bisher auf Kohle, Frankreich auf Atom. Da ist Diplomatie gefragt. Gerade jetzt, wo die EU über ihre Energie- und klimapolitischen Ziele für 2030 berät. In der nächsten Phase der Energiewende muss Deutschland besser auf die Interessen unserer europäischen Nachbarn eingehen und darlegen, welche Chance eine europäische Energiewende für die gesamteuropäische Wirtschaft, Gesundheit und Gesellschaft aller Europäerinnen und Europäer bedeutet. Auch aus deutscher Perspektive muss man sich eingestehen, dass die eigenen Energie- und Klimaziele nur im europäischen Verbund erreichbar sind.
Auf Ökostromaustausch sind letztlich alle europäischen Länder angewiesen. Steigende Anforderungen, zum Beispiel an Luftreinhaltung und gemeinsame Klimaziele in der EU, verpflichten alle Mitgliedstaaten. Zudem entscheidet sich auch die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Industrien daran, wie ernst es die Politik mit Energiewende und Klimaschutz nimmt. Der Weltmarkt für klimaschonende Produkte und Prozesse ist riesig und wächst stetig. Regionale Kooperation und Bürgerenergieprojekte zwischen den europäischen Nachbarn können hier den Weg freimachen für 100% Erneuerbare. Davon hätten alle Europäerinnen und Europäer etwas. Weitere Infos zum Stand und Herausforderungen der europäischen Energiewende findet ihr in unserem Energieatlas.